Yay, Rogue Legacy. Und wie sieht's aktuell aus? Wir haben Sir Hornsby und also die Klasse des Hokage, also das Shinobi, Ninja, aber erhöhte Klasse und er kann jetzt den Flash, den hier. Total geil. Und das können wir sogar verbinden mit dem Dash. Hammerhart. Damit werden wir große Distanzen überbrücken können. Ich bin mal gespannt. Vielleicht können wir kleine Wandbereiche damit überwinden. Denn ich hatte jetzt schon ein paar Mal solche Fairy Chests, solche Feen-Schatztruhen, wo man dann halt eben alle Gegner besiegen sollte. Und dann gab es so Bereiche, die keinen Zugang haben. Wo man aber sieht, dass dann halt einfach nur ein kleiner Mauernbereich dazwischen ist, zwischen uns und diesem Bereich, wo die Gegner sind. Und vielleicht hilft uns das. Ich check mal ganz kurz die Armor Stats. Denn wir haben jetzt noch die Möglichkeit dazu bekommen, die Rüstung aufzurüsten bei den Perks in diesem Mana-Bereich, wo wir am Anfang die Burg dann immer weiter ausbauen dadurch. Und ich will sehen, ob das sich auch hier auswirkt. Das war eine plus 4 und ich glaube, ich hatte Armor 2. Der Ninjas oder Hokages, ja, Ninjas, Shinobis, die haben in der Regel ein bisschen, ich glaube, ein bisschen weniger Möglichkeiten, also weniger Schaden. Ich muss mich jetzt ein bisschen daran gewöhnen, dass er das kann. Also diesen Flash. Aber ich glaube, er wird uns gut weiterhelfen. Vor allem kann er halt auch eben, er kompensiert auch das Dashen, falls ich mal vorhabe, wieder irgendwie, was ich den mehr Gold-Perk, beziehungsweise einen anderen Perk reinzukriegen. Der Gold-Perk ist ja beim Double-Jump drin. Und zum Beispiel auch hier. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man da jetzt nicht getroffen werden kann. Das wäre jetzt natürlich interessant. Testen wir mal. Ja. Ich glaube, man wird nicht getroffen. Oh. Ich sehe da schon viele, viele Möglichkeiten. Ob das auch durch die Gegner geht, werden wir sehen. Vielleicht war es aber auch nur Zufall. Ich probiere es jetzt nochmal. Ich wurde nur am Ende getroffen. Ich meine, ich hätte auch am Anfang, also in der Mitte schon getroffen werden müssen. Also heißt für mich, passt eigentlich. Ah, jetzt habe ich gedasht. Ich wollte erst dashen und dann stylisch rüber flashen. Auch der Reim hier. Aber das hilft uns natürlich gut weiter. Und das ist halt auch so, finde ich, ein schönes Ding bei Rogue Legacy, weil das halt einfach. Ihr bekommt immer mehr Zeug, was das ganze Spiel für euch nochmal verändert. Das macht es nicht zwanghaft einfacher. Ah, hätte ich fast ganz rüber geschafft. Ich wollte es einfach mal testen. Aber es macht es in einer gewissen Art und Weise, erleichtert es euch schon das Leben, weil ihr natürlich den Kontrast auch dazu habt, wie das Leben als Held war, bevor ihr das konntet. Das macht schon viel aus. Erinnere mich immer daran, wenn ich halt eben Castlevania Symphony of the Night wieder von vorne anfange, aber ich habe schon ganz oft durchgespielt. Und dann kenne ich ja schon alles, also weiß auch, welche Fähigkeiten er eigentlich insgesamt auch so potenziell hat. Und ja, wenn er dann am Anfang noch keine Double Jumps machen kann und nicht sich da hoch katapultieren kann, so Geschichten, und nicht fliegen kann, dann ist das schon zermürbend. Das ist immer das Erste, was ich mir hole eigentlich, oder versuche es zu holen, ist der Double Jump. Manchmal spiele ich auch nur Just for Fun und dann rushe ich nicht unbedingt zum Double Jump. Aber ja, so ist das. Oder wie wenn ihr ständig mit dem Auto zur Arbeit fahren würdet, was ich nicht tue, aber wenn ihr das würdet und ihr habt dann eine Zeit lang, keine Ahnung, ihr habt eine Panne und müsst dann deswegen irgendwie ja, Fahrrad fahren oder so, oder laufen. Oder noch schlimmer, mit der Bahn fahren. Ich finde Bahnfahren an sich nicht so schlimm, ist es aber auch nicht unbedingt. Das ist eher so ein Social Experiment, kann man sagen. Aber morgens muss nicht sein. Morgens ist echt übel. Viele schlecht gelaunte Gesichter und dann vor allem ganzen Düfte, vor allem ganze Parfums und Full House und in Winterzeit sind alle krank und dann sitzt ihr in so einem, ja, so einem Bakterienbunker, so mobilen. Das ist schon göttlich. So, da muss ich mich echt noch umgewöhnen. Und ich bin mir noch unsicher, ob ich die Teleports aktivieren muss. Ich glaube es aber nicht. Nein! Nein, jetzt. Ah, okay. Das gibt solche komischen Random-Teleports. Ja, der hat uns jetzt einfach irgendwo nach links geschickt. So, und jetzt hat er uns irgendwo anders hingeschickt. So. Ganz schräg. Ich glaube, dass diese Teleports. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube irgendwie, dass sie die Burg verändern. Ich bin mir ziemlich sicher. Also in dem Bereich, in dem der Teleport steht, nicht in dem anderen Gebiet jetzt. Ich meine, gut, das haben wir jetzt auch gesehen. Also die ganze Zeit war ja der Teleport da, jetzt ist nur noch dieser Brunnen da.
Man muss kein Sherlock Holmes dazu sein, um diese Deduktion zu erledigen. Ah, nein! Das habe ich geträumt, weil mir irgendjemand auf YouTube geschrieben hat. Austria, warst du das? Austria, du alte Socke. Vermutlich, na, vielleicht auch nicht, aber die meisten, die mir schreiben, sind natürlich Austria, Sadragoris und Sasuke, wenn er am Start ist. Aber ihm geht es zur Zeit nicht so gut. Ich hoffe, Sasuke, du erholst dich bald oder du hast bald wieder bessere Zeiten. Aber ich bin mir sicher. Sasuke ist ja noch relativ jung. Das ist bei mir nicht mehr so der Fall. Ich bin nicht alt, bin aber nicht jung. Die gute Jenny Farm würde sagen, oh doch, du bist alt, alt. Ja, das mag sein. Nein, ich bin nicht alt. Aber ja, ich habe ein bisschen Erfahrung. Deswegen, ich kann immer sagen, ja, auch wenn es mal wirklich mies läuft, es wird tatsächlich auch irgendwann mal wieder gut. Und bei mir ist es zum Glück aktuell schon so gut. Also bei mir ist wirklich aktuell alles wirklich sehr, sehr gut. Also fast alles. Und die Zeit genieße ich jetzt auch, weil ich das einfach... Ich habe jetzt... Dieses Jahr war echt hart, stellenweise. Also gesundheitlich, vor allem zahngesundheitlich, habe ich echt... Sir Hornsby was done in by a projectile. Ja, zahngesundheitlich, da habe ich viel zu tun gehabt. Ich habe drei Zähne gezogen bekommen und noch eine Krone und so ein Scheiß. Das war echt heftig, ein heftiges Jahr für mich. Jedes Mal dachte ich, es ist rum und dann kam wieder ein neues, so ein neuer Zahn und noch ein Zahn. Habe ich irgendwann keinen Bock mehr drauf gehabt. Und Hokage habe ich Bock drauf, kann aber nicht in 3D sehen, das ist irgendwie blöd. Ich weiß gar nicht mehr, wie das dann genau aussieht. Machen wir es einfach mal. Und das ist jetzt alles rum. Ich habe diesen ganzen Psycho-Kopfkram habe ich komplett weg. Und das ist so erleichternd. Das merkt man mir natürlich auch an. Und ja. Deswegen kann ich sagen, es wird auch wieder besser. So, Quick Hands Up. Nein. Es gab irgendwas. Genau, Arme, aber das ist. Oh, 480. Current haben wir 6. Steige mal nochmal. Ich wollte auf irgendwas sparen, habe schon wieder vergessen. Was? Ich weiß nicht mehr, was. Auf was ich sparen wollte. Es gibt hier so viel. So. Cheer and Form, also Confirm. Ist auch geil mit dieser Dyslexie. So, zuallererst, ich guck mal jetzt. Quasi live, wer geschrieben hat. Ah, Stuart Harding, irgendjemand. Okay. Irgendwelche englischen irgendwas, die dann wahrscheinlich schreiben, oh, super Video, auch wenn es wahrscheinlich voll schlecht war, je nachdem, was für ein Video. Und dann, check doch mal meine Seite aus. Finde ich nie ein Problem, wenn jetzt irgendwie ein anderer YouTuber kommt und sagt, hey, mein Freund, guck dir doch mal meine Seite an. Oder schönes Video, toller Kanal und guck dir doch mal meine Seite an. Völlig okay, mache ich dann sogar manchmal auch. Also wenn ich sehe auch, das ist jetzt auch ein Gaming-Kanal und so, dann gucke ich auch auf jeden Fall drauf. Und wenn ich ihn interessant finde, ist das sogar cool, dann abonniere ich ihn auch, je nachdem, wenn das dann auch für mich so ist, dass ich sage, okay, kann ich abonnieren und wir sehen, ich kann mich nicht durch die Wand teleportieren. Aber es gibt halt viel so Spam halt Dings, wo die halt kommen und dann sagen, ja, bla, mach was. Und wenn man halt interagiert, kann sich das halt in irgendeiner Art und Weise positiv halt auf diesen Kanal auswirken. Ist halt doof, wenn es dann irgendwie, keine Ahnung, so ein Elektrofachhandel-Kanal ist oder sowas. Was überhaupt nichts mit meinem Ding zu tun hat. So. Ich bin mal gespannt, ob ihr dieses Jahr noch den Boss hier vom Wald sehen. Also erstmal müssen wir wieder in den Wald. Was ja mit unseren steigenden Fähigkeiten überhaupt kein Problem mehr wird, aber trotzdem müssen wir durchs Gebiet. So kann man natürlich gut Gold grinden, also das kann man natürlich jetzt auf Dauer auch. Ich meine, wir sind jetzt Level 26, wir haben viele Fähigkeiten, viele nützliche Fähigkeiten vor allem und Möglichkeiten da was zu machen. Das kann ja auch manchmal dumm laufen. Diese scheiß Mages. Das hat mich gerettet. Jetzt gucken wir mal, ob wir einen Boss finden. Wir werden... Da ist schon wieder Weihnachtsmann. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit werden wir natürlich wieder drauf gehen. Ah, das ist echt böse. Jetzt hat mich... Was hat das? Jetzt hat er mich getroffen, der unsichtbare Geist. Auch nett. So, wir können zumindest uns teleporten. So. Ach, das ist süß. Pilze werfen keine Hühnchen ab. Ich zeig schon, wie schräg das Spiel ist. Die Pilze werfen keine Hühnchen ab. Und wie kam ich eigentlich darauf, dass es kopflose Einhörner sind?
Wenn diese Pferdewesen kopflos sind, wollen sie nicht wissen, dass das Einhörner sind. Jetzt kann die Beine in die Hand nehmen. Also das sind Mages, die sind echt übel. Und was geht denn hier ab eigentlich? Die Mana Potion ist weg, super. Weil man relativ schnell von den Schaden einfährt und dieses Unsichtbarkeitsding ist natürlich auch nicht toll. Sir Darwin has been slain by a Ursor. Na, das freut mich aber. Ein Erdrufer. Lady Lisa, auch ein Hokage. Hat auch eine Hühnchenphobie. Keine periphere Vision. Keine periphere Sicht. OCD. Hat also ein Sauberkeitsfimmel. Must clear house. Break stuff to restore MP. Das ist schon gut. Ist aber ein Barbar. Ich will nicht kein Barbaren. Diese Schauts sind nicht schlecht, weil sie halt alles wegpusten. Meine ich. Ich glaube auch Schüsse und so. Was hat die hier? Sperr, Crowstorm. Wir sind halt riesig. Aber scheiß drauf. Und das ist ein Licht. Ich habe bisher noch nie die Lichtklasse bekommen. Also ich habe sie ja freigeschaltet. Und die Lichtklasse macht wohl aus, dass sie Energie bekommt. Und sie zieht Energie ab. Und hier. Das kann man kann den Licht später upgraden. Dann kann man diese Max HP in Max MP umwandeln. Oh nice. Aber das bringt uns aktuell nichts, zumal wir überhaupt kein Gold dafür haben. So, Attack Up wird mal wieder Zeit. Und erstmal wieder fett Gold haben, gucke ich mal, wo wir dann vielleicht jetzt noch irgendwo prioritär sinnvoll investieren. Ich bin gerade kurz irritiert dadurch durch ihren Gigantismus. Ist halt schon übel. Okay, dann gucken wir mal, wie das aussieht. Und vielleicht sehen wir auch, das wäre jetzt mal interessant, ob wir in den Stats sehen, wie hoch der HP-Entzug ist, den sie ausführen kann. Kills are converted to max HP. Oh, sehr geringe Stärke, HP und MP. Hohe Intelligenz. Okay, also sie könnte gut zaubern und alles. Also ziemlich stark im Zaubern. Aber ich habe zum Beispiel gerade diesen Crow-Spell und der braucht 40 MP und 75 MP habe ich max. Das heißt, ich kann ihn einmal ausführen. Gut, Strength von 27 geht auch noch, zumindest im ersten Gebiet, im nächsten. Gucken wir mal, Intelligence bringt mir jetzt halt nicht viel. Aber guck mal einfach. Aber sie ist halt groß. Das kann ein großer Nachteil werden. Also sie ist Schwedin quasi. Ja genau, hier schon. Weil wir können es nicht ducken. Das ist echt mies. Wir können es halt nicht ducken. Alter Schwede, durch die Stacheln habe ich die Hälfte Energie ausgezogen bekommen. Muss mal gucken, wie viel. Oh nein. Wie viel HP sie bekommt, wenn ich das irgendwie überlebe. Das probieren wir mal da. Vier! Vier! Ich meine aber, es gibt einen Perk, wo man sie upgraden kann, wo sie mehr HP bekommt. Aber vier ist halt schon. Ne? Also. Es ist zwar mehr als beim Vampirismus, bei diesem Bloodcloak. Da ist es so. Gib mal zwei. Aber pro Treffer dann, nicht pro Kill. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Ah. Okay, Gigantismus ist gar nicht für mich. Sie war auch gigantisch doof. Sir Wizzle der Zweite, die Assassin, den sehe ich schon an, dass er zu dünn ist und fliegt dann überall weg. Ich mag diesen Teleport nicht. Der Teleport irritiert mich mehr, als dass er mir hilft. Okay, there's no Spork. Okay, Chakram, was ist sie eigentlich? Barbarian, okay, Assassin und hier nochmal Hokage. Okay, wir können nicht zurückgeworfen werden. Und wir sind sehr stark. Lady Shanoa. Endomorph. Ist jetzt der letzte Run hier in dieser Episode. Und ja, dann muss ich mal auch in die Haie gehen. Ja, Dorstia. Ich will gar nicht wissen, wie viel du schon an mir verdient hast. Massiv auf jeden Fall. So, dran denken. Genau, wir haben wieder Hokage. Also Hokage. Kurz nochmal einen Check. Genau, jetzt schauen wir Strength 63. Vorhin waren 27 beim Licht. Dafür war die Mana auf 75 und die Health war bei 90. Ja, das war niedriger. Okay. Intelligence etc. Und Crit Damage. Also 150%. Crit Chance ist halt unten. Nutrig, würde ich sagen. Und Arme halt mit 10 jetzt durch das Upgraden, das wird uns mit Sicherheit auch weiterhelfen. Und ja, wir gucken jetzt also der Run,
Also ich bin mir sicher, dass wir jetzt so im Wald ankommen. Nur weil ich nicht zu laut schreien. Aber Ninjas sind schon sehr stark. Das ist eine meiner Lieblingsklassen mittlerweile. Ninjas. Sehr cool. Weil sie echt gute Fähigkeiten auch mitbringen. Ne, oder? So, das kann ich auch. Das ist dieses Zurückwerfen nicht so gut, sehen wir gerade, weil sie halt, ne, zurückgeworfen werden. Also jetzt in dem Moment wäre es schlecht, weil sie halt in das Schwert sonst fliegen würden. Das verstehe ich nicht. Manche können durchschießen, manche gehen die durch, manche nicht. Das macht das total unvorhersehbar. Bei den Teilen geht das nicht, also die fliegen nicht durch, aber bei den diesen Mages ist das schon so. Okay. Genau, hier zum Beispiel. Ja, da können wir uns leider nicht durchporten. Vielleicht gibt es dann später nochmal einen Perk, wo das möglich ist. Also gerade zu diesem Dash. Kann ich mir gut vorstellen. Oder irgendwas, wo man solche dünnen Strukturen dann durchbrechen kann. Oh ja, Artefakt. We pray for assistance, natürlich. Calypso's Kompass, was bringt uns das? Okay, wir haben einen Kompass. Okay, was macht der Kompass? Guck mal auf der Karte. Macht das mal keinen Unterschied. Ich weiß nicht, ob wir dem Pfeil folgen können, ob das Sinn macht, aber ich glaube schon. Wir folgen mal dem Pfeil. Ich glaube, der zeigt uns irgendwas Interessantes an. Also ich glaube nicht, dass es eine Nord, dass es die Nordnadel ist. Das würde keinen Sinn machen in so einem Spiel. Take no damage. Okay, vielleicht zeigt uns die Fairy Chest an. Ja, das ist gut. Wo ist sie denn? Ah, rechts hinten. Das können wir eigentlich. Oh, das. Ich glaube. Das. Ah, nein, das ist mies. Jetzt wollte ich unbedingt wissen und bin dann einfach panisch dadurch gedasht. Also mit diesem Flash, mit diesem Hokage Flash. Aber gut. Dann lassen wir das jetzt. Lady Jenny! Lady Jenny? Lady Shenny ist Hokage, nehme ich. Einfach Jenny Fawn zu ärgern. Lady Jenny. So. Na, was heißt zu ärgern? Um ihr zu ehren, um sie zu ehren. Auf jeden Fall, um sie zu ehren. So. Ich bin Lady Shenny. Guck mich mal an. Ich kann hier Double Jumps. Und Dashes. E-Beams. Zack, zack. Das ist das Ende der Episode. Ihr merkt schon, ich werde schon gaga. Ich gehe jetzt schlafen. Gutes Nächtchen.